Oberflächenreinigung der Haut. Nach der Hautbewertung und der Bestimmung des Gesichtstyps beginnt die kosmetische Behandlung mit einer Gesichtsreinigung. Der Schmutz wird von der Hautoberfläche des Gesichts mit einem Präparat entfernt, dessen Wahl von dem Hauttyp, Gesichtsschmutz und von den Eigenschaften des Reinigungspräparats abhängig ist. Wir unterscheiden mehrere Typen der Oberflächenreinigung. A. Gründliche Reinigung. Die Haut wird mit Wattepads gereinigt. Leicht und immer aufsteigend vom Kinn bis zu den Ohren und von der oberen Lippe zu den Schläfen. Dann folgt die Reinigung der Nasenflügel, des Nasenrückens und der Stirn, zuerst vertikal, dann horizontal. Die nächste Bewegung soll auf dem Gesicht nach unten führen. Die Reinigungsmilch entfernt den fettigen Schmutz. Das Gesichtswasser reinigt und desinfiziert den wasserlöslichen Schmutz. B. Reinigung mit hydrophilen Reinigungsölen, mit Abschminkgels und Abschminkcremes. Auf das Gesicht tragen wir eine große Menge des Produktes auf. Wir vermischen es mit Wasser und beginnen mit kreisenden Bewegungen auf dem Dekolleté. Erst dann verteilen wir das Produkt auf dem Gesicht. Wir säubern es mit einem Schwamm oder Waschlappen. Nach der Anwendung dieser Präparate ist kein Gesichtswasser nötig. Die Augen schminken wir mit einer Reinigungsmilch oder mit einem speziellen Abschminkmittel ab und reinigen sie mit einem Augenwasser. Nach der Hautbewertung und der Bestimmung des Gesichtstyps beginnt die kosmetische Behandlung mit einer Gesichtsreinigung. Wir unterscheiden mehrere Typen der Oberflächenreinigung. A. Gründliche Reinigung. Die Haut wird mit Wattepads gereinigt. Die Reinigungsmilch entfernt den fettigen Schmutz. Nach der Anwendung dieser Präparate ist kein Gesichtswasser nötig.